Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video und möchte euch einen Wunsch erfüllen. Und zwar bin ich gefragt worden, was man denn gegen so eine posttraumatische Verbitterungsstörung tun kann, die ich in einem der letzten Videos oder sogar in zwei Videos erwähnt habe und immer wieder erwähnen werde, weil sie eben häufig vorkommt. Wie erkennst du, dass du an einer posttraumatischen Verbitterungsstörung leidest und was heißt posttraumatisch und Verbitterungsstörung denn überhaupt? Ich habe sie in einer Simulation gezeigt und jetzt will ich es nochmal ein bisschen erklären. Die Verbitterungsstörung, das sagt das Wort ja schon von selbst, dass es um eine Verbitterung geht. Man kann auch sagen, jemand ist enttäuscht, frustriert, verhärmt und das dauerhaft. Nicht nur stimmungsmäßig zwischendurch mal, sondern die Lebenseinstellung ist verbittert. Die Person ist verbittert. Das ist so, wie wenn mein Kaffee einen zu bitteren Beigeschmack hat und nicht mehr zu trinken ist. So ähnlich ist es für diese Personen, ihren Alltag zu leben. Sie sind misstrauisch, sie sind in sich gekehrt. Sie getrauen sich, keine wirklichen Beziehungen und Bindungen mehr einzugehen, aus Angst vor Enttäuschung. Und sie wissen auch immer schon, wie eine Beziehung enden wird. Sie wissen es schon im Vorhinein, sie sind äußerst pessimistisch. Du kannst es also daran erkennen, dass deine Grundstimmung eingegraut ist, dass du durch Grauschleier blickst sozusagen in die Welt und nicht die Schönheit deiner Umgebung mehr gelten lässt. Denn das ist auch ein typisches Indiz. Es wird nichts golden gelassen. Und, das habe ich auch in den Simulationen gezeigt, man tut sich sehr schwer, Hilfe anzunehmen, beziehungsweise macht eine Mauer um sich herum. Das ist ja eigentlich eine Schutzmauer. Du kennst sicher auch den Ausdruck der alten Giftspritze. Das ist meist auf alte, hexenhafte Frauen gemünzt, die eben die ganze Zeit nur in Österreich, sagt man, keifen, die vor sich hin grollen, die vor sich hin schimpfen und klagen. In der Psychiatriesprache sagt man, ein Patient ist klaghaft. Das kann natürlich zwischendurch immer wieder mal vorkommen und auch notwendig sein, dass du dich bei deinem Therapeuten oder Arzt ausklagen kannst, dass du endlich mal den ganzen Müll, den Ballast, den du unnötigerweise schon so lange auf deinen Schultern lasten hast, ablegst und abwirfst. Soll aber nicht heißen, dass du die ganze Zeit nur am Klagen bist, in so einem zirkulären Klagen, wo sich die Katze sozusagen im buchstäblichen Sinne in den Schwanz beißt und du nicht mehr vorankommst. Also wichtig ist, aus dem Hamsterrad der Verbitterung rauszukommen, posttraumatisch, das wissen schon alle, die diesen Kanal schon längere Zeit verfolgen, kommt einfach von dem Wort Post und Trauma, Trauma griechisch Wunde, Verletzung, Erschütterung, in dem Fall seelische Erschütterung. Trauma kann ja auch ein Knochenbruch sein, wenn du mal ein Röntgenbild im Befund liest. Dann kann auch sein, wenn du einen Knochenbruch hattest, dass das ja auch Trauma steht. Aber hier in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, auf diesem Kanal, meinen wir natürlich Trauma immer für eine seelische Verletzung, einen Seelenbruch, wenn du so willst. Ja? Auch eine Seele kann brechen, splittern, erschüttert sein, verwundet werden. Natürlich ist die Seele kein Organ wie das Herz, die Nieren und die Lunge oder der Magen. Aber die Seele ist dennoch etwas, was dich ausmacht. Es ist deine Persönlichkeit, es sind deine Fähigkeiten und all die schrumpfen weg, wenn du verbittert bist, wenn du dich in dich selbst einigst und nur mehr quasi pseudomäßig Beziehungen eingehst und alle Menschen eigentlich innerlich abwertest und schlecht redest. Und auch Psychotherapeuten und Helfer, das ist auch ein typisches Indiz für so eine posttraumatische Verbitterungsstörung, auch Psychotherapeuten, Menschen in helfender Rolle werden sehr schnell abgewertet, man wendet sich ab, die Person sucht Fehler und findet sie auch, fühlt sich auch wieder missverstanden, dreht vielleicht dem Therapeuten das Wort im Mund um, ist sofort eingeschüchtert und im Rückzug, beziehungsweise lässt sich erst gar nicht auf eine therapeutische Beziehung ein, weil sie eben schon das Wissen vorwegnimmt. Man sagt im philosophischen Kontext auch a priori, also ohne eine Erfahrung mit dem Therapeuten jemals gemacht zu haben, weiß die Person schon vorher, der kann mir ohnehin nicht helfen. Ne? Ist alles für die Fische sozusagen. Ja. Gut, meine Lieben, das war jetzt die Erklärung. Posttraumatisch heißt also, dass irgendwann in der Vergangenheit und die Vergangenheit, das kann wirklich lang, lang zurückliegen, Jahre, unter Umständen sogar Jahrzehnte,
kann ein traumatisches Ereignis oder eine Serie von Traumatisierungen erfolgt sein. Und das kann eben sozusagen der Schlüssel sein, warum ist jemand so verbittert, warum ist jemand so im Rückzug, warum ist jemand so misstrauisch, warum ist jemand von vornherein pessimistisch und gibt niemand mehr im Umkreis die Chance, ihm oder ihr zu helfen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr nach Möglichkeit Kommentare zu diesem Thema absetzt, ablasst, rausspuckt sozusagen, so wie man in der Psychotherapie auch mal den Ballast, habe ich ja in diesem Video dazu eingeladen und erklärt, rauslassen, ausspucken, auskotzen kann. Also es ist nichts Schlechtes, wenn du klagst. Das soll dieses Video überhaupt nicht bedeuten. Mach dir keine Vorwürfe, wenn du mal klaghaft bist. Das gehört natürlich dazu, ja. Alle Menschen, ob gesund oder psychisch belastet, wobei diese Begriffe ja auch überholungsbedürftig sind, wer ist schon 100% gesund, wer ist schon 100% psychisch belastet, aber auch Personen mit psychischen Störungen und Krankheiten, sogenannten Störungen und Krankheiten, du weißt, ich mag diese Bezeichnung nicht, die sind klaghaft, die dürfen klaghaft sein, unabhängig davon, in welchem Zustand sie sind. Aber wenn die Klaghaftigkeit zum Lebensmotto wird, dann ist es natürlich für die Person ein immenser, betroffene Person, ein immenser Leidensdruck, aber auch für die Umgebung. Die Umgebung wird dann auch irgendwann Reis ausnehmen. Vielleicht gibt es dieses Wochenende einen Livestream. Ich freue mich in jedem Fall auf dich über ein kostenloses Abo und Däumchen hoch. Das gibt mir auch so eine Wertschätzung. Tschüss und bis gleich.